Ja, wir sind jetzt hier bei SHK TV Reportage. Genau, und du bist heute mit dabei, Detlef Steves, wieso? Ja, weil SHK einen Radiosender eröffnet, kann man das so sagen? Oder ja, Grundfos ist es ja in Wahrheit. Ja, aber wieso heißt der dann SHK und nicht Grundfos? Ja, weil es ja um die Branche geht. Egal, wir gucken uns jetzt mal den Startschuss an. Viel Spaß. Richtig gehört. Die Branche hat ab sofort einen eigenen Radiosender. In Erkrath ist der Startschuss für SHK Radio gefallen. Die Idee dazu hatte Grundfos. Ja, wie ist die Idee entstanden? Wir suchen natürlich immer nach neuen Wegen mit unseren Kunden, mit unseren Zielgruppen in Verbindung zu treten. Und es war Zeit für ein neues Medium in der Branche und haben uns gedacht, dann machen wir doch einen Radiosender. Das heißt, wir haben hier Pionierarbeit geleistet und dieser Radiosender bietet natürlich einen totalen Mehrwert durch die spezifischen Branchen-News, die wir bieten. SHK Radio. Die Vision? SHK Radio, zu empfangen übers Internet, soll zukünftig auf allen Baustellen laufen. Neben den Branchennews gibt es natürlich Musik und auch Comedy. Und auch Model- und Anlagenmechanikerin Sandra Hunke wird regelmäßig Beiträge zum Programm beisteuern. Wenn ich auf roten Teppichen bin, werde ich auch mal Promis befragen, was sie zum Handwerk sagen und ob sie auch mal ein Rohrbuch zu Hause hatten. Ja, ich glaube, das wird sehr spannend. Ich hatte schon 3 Interviews, war sehr aufregend. Ich habe mich 3-mal, 4-mal verplappert, aber ich muss erst mal reinwachsen. Thomas Gerres, der Moderator der ersten Stunde, hat sich nicht verplappert. Es war spannend und ich muss ganz ehrlich sagen, nach einigen Jahren habe ich doch mal wieder Lampenfieber gehabt. Die ersten Resonanzen heute Vormittag, die waren auch schon gut. Das freut uns als Radioprofis und als Radioteam redaktionell. Und wenn dann schon Ideen die ersten kommen, was man gerne hören möchte, dann ist das positiv und wir werden daran arbeiten. Und auch Reality-TV-Star Detlef Steves wird dabei die Ärmel hochkrempeln. Er war nicht nur Talkgast am ersten Sendetag, sondern ist ab sofort auch das Gesicht der neuen Grundfos-Kampagne. Steht für die Haus-, Hof- und Gartenprodukte des Unternehmens. Ja du, ich habe mir die Pumpen angeguckt, ich habe mir da ein paar Videos angeguckt. Ich habe einen Freund von mir, der Pumpen verbaut, habe ich gefragt, ob die Dinger cool sind. Der hat gesagt, Digga, das sind so ziemlich die High-End-Geräte. Und dann habe ich für mich gesagt, okay, dann, ich bin auch High-End, ne? Dann passt das. Detlef findet, Grundfos hat richtig entschieden. Der Sendestart von SHK Radio, so sagt er, war toll. Und das neue Kampagnengesicht sowieso. Ich finde, wenn man so einen gut aussehenden Typen hat, dann sollte man ihn nehmen. Das Geilste ist, mir wurde gesagt, hör mal, du brauchst nicht ins Material gucken, wir nehmen nur die schönsten Sachen. What? Und direkt in doppelter Ausfertigung, ne? Bitte? Und direkt in doppelter Ausfertigung, ja, wenn schon, denn schon. Oder was hast du jetzt gesagt? Hast du gesagt. Ne? Das war die SHK TV Reportage. Auf Wiedersehen. Ja, das war übrigens die SHK TV-Reportage. Radio gibt's jetzt auch. Gesponsert bei Grundfos. Ich wünsche einen fluffigen Nachmittag. Bis morgen. Tschüss.